noch in der Bruchlinie, der mehrjährige Finanzrahmen. Er ist noch immer nicht unter Dach und Fach. Ein Budget für einen Zeitraum von 7 Jahren erinnert zudem an undemokratische Systeme aus der Vergangenheit. Ist das System eines mehrjährigen Finanzrahmens nicht längst überholt? Ja, das ist ja der ganze Sozialismus durch die Hintertür. Ja. Das erinnert ja alles an diese Parteitage der Sowjetkommunisten, die auf Parteitagen Wirtschaftswachstum beschlossen haben. So als ob man das beschließen könnte. Und so ähnlich macht es ja die Europäische Union seit Jahr und Tag. Das ist also eine Art Soft-Sowjet-System. Aber auch das zeigt, dass es nicht mehr funktioniert. In diesem Parlament hat die Mehrheit noch den Traum, noch mehr Geld aus den Taschen der europäischen Bürger ziehen zu können. Das heißt, denen ist das, was Van Rompuy mühsam mit den Staatschefs ausverhandelt hat, noch zu wenig. Die wollen noch mehr tiefer in die Taschen der Steuerzahler greifen. Und da sage ich klipp und klar nein. Das kommt also für mich überhaupt nicht in Frage, sondern jetzt muss man dieses ganze System einmal zurückfahren und dafür sorgen, dass Europa redimensioniert wird und wieder entschleunigt wird. Ja? Das heißt also, der Prozess muss wieder zurück zu den Nationalstaaten und damit auch zur klaren politischen Verantwortlichkeit der Regierenden in den jeweiligen Mitgliedsländern zurückgefahren werden. Viele Befürworter eines mehrjährigen Finanzrahmens meinen ja, man braucht Pläne für 7 Jahre um der Stabilität willen. Braucht die EU wirklich so viel finanzielle Stabilität? Das würde dann stimmen, wenn die Pläne eingehalten würden und vor allem, wenn man auch die eigenen Regeln einhält. Aber sie brechen ja alle Regeln. Sie haben nicht nur die No-Bail-Out-Regel gebrochen. Sie haben im vergangenen Jahr auch zum ersten Mal hat die Kommission eine Verschuldung eingegangen, weil sie im Oktober schon zahlungsunfähig waren. Obwohl es in den Verträgen ein ausdrückliches Verschuldungsverbot für die Kommission gibt. Das heißt, sie brechen ja alle Regeln. Was habe ich von einem mehrjährig geplanten Finanzrahmen mit einer Ausgabenermächtigung, mit einer Zahlungsermächtigung, wenn ich dann zuschaue, wie die Zahlungsermächtigung haben und die Ausgabenermächtigung bekommen haben, dann diesen ganzen Sektor dann auch zusätzlich verschulden. Das heißt, sich nicht an die eigenen Regeln halten. Dann nützt mir die schönste Planung nichts. Die Kommission gilt als Hüterin der Verträge. Wer bricht sie selbst? Wer ahnt diese Verstöße, wenn die Kommission? Ja. Natürlich, sie bricht sie selbst. Dafür ist sie pingelig, wenn es um irgendwelche Kleinigkeiten in den Mitgliedsländern geht, dann spielt sie sich großartig auf, aber die Kommission selber bricht bei jeder Gelegenheit, wo sie ihnen in den Kram passt, die Verträge selbst. Und welche Möglichkeiten bleiben dem österreichischen Bürger, die Kommission zur Verantwortung zu ziehen? Das können wir leider nicht. Die Kommission kann man nicht zur Verantwortung ziehen, sondern zur Verantwortung ziehen müssen sie die Staats- und Regierungschefs, das heißt in Österreich Faymann und Spindlecker. Und nun muss der Wähler im Herbst entscheiden, ob er diesen Leuten und diesen Parteien, die diesen ganzen europäischen Unsinn dauernd mitmachen, und zwar widerstandslos mitmachen, ob er diesen Leuten noch weiterhin Vertrauen gibt, politisches. Das entscheidet sich schlicht und einfach bei Nationalratswahlen. Europa ist Innenpolitik, das sagte Frau Merkel schon. In dem Punkt hat sie recht, weil über die Innenpolitik entschieden wird, welche Leute in Zukunft welche Politik in Europa machen. Der britische Wähler hat mit der Wahl Camerons einen anderen Weg gegangen. Ich bewundere deswegen den britischen Wähler und kann dem österreichischen Wähler nur empfehlen, sich bei den Briten ein Beispiel zu nehmen. Herr Abgeordneter, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.